whisper hello. I saw you once, I lost control. I'm probably thinking it's taking the wrong, but I won't let you go, let you go. Can you feel it? Turn the lights low. Vibe of the magic, drowning my soul. Let's travel the world just for a stroll. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ist mal wieder schön, dass du mit dabei bist, denn heute geht es mal wieder auf die Ohren. Und zwar haben wir von Soundpeats dazu die Live Classic in der Farbe, diesmal weiß, ganz verdächtig weiß, ja, denn bis jetzt waren die meisten Kopfhörer von Soundpeats eben komplett in schwarz gehalten. Jetzt ist die Frage, das Ganze gibt es wirklich für sehr wenig Geld. Ob das Geld im Endeffekt das Ganze trotzdem wert ist, erfährt ihr in diesem Video. So, dann würde ich einmal sagen, wir kommen einmal zu dieser äußeren Verpackung an sich. Natürlich ist einmal ganz ersichtlich, dass hier eine Frau die sogenannten In-Ears in den Ohren hat, um halt eben zu signalisieren, so groß könnte das natürlich bei euch da draußen auch aussehen. Gehen wir mal weiter auf die Rückseite. Hier wird schon einmal drei verschiedene Sachen angesprochen. Natürlich einmal ist die Gestiksteuerung mit dieser Touch-Sensibilität. Das Ganze bietet mit Ladecase 22 Stunden an. Und als ganz erstes gibt es einen klareren Sound durch eine KI-Unterstützung, und zwar für den Anruf. Wenn ihr zum Beispiel anruft oder beziehungsweise ihr werdet angerufen, macht das eine KI so, dass ihr halt einfach besser und vor allem auch deutlicher eure Aussprache hört. So, haben wir das einmal geklärt, steht hier nochmal einmal auf der Seite drauf, und zwar haben wir einmal V5.2 Bluetooth, ein bisschen besseren Standard aus den normalen 5.2 Versionen. Was haben wir noch drauf? Natürlich einmal die eigentlichen In-Ears, und zwar die sollten 6 Stunden lang halten. Mit dem Ladecase kommen wir natürlich hier auf 22 Stunden. Was natürlich auch erwähnenswert ist, durch diesen 5.2 Bluetooth Standard haben wir eine Reichweite von guten 10 Metern. In meinem Fall, ihr könnt euch wirklich in der kompletten Wohnung aufhalten, ohne halt eben hin oder wieder irgendwelche Verbindungsabbrüche zu bekommen. Was natürlich hier noch draufsteht, ist natürlich die Akkukapazität. Hier haben wir pro In-Ear 33 mAh und das Ladecase bietet sozusagen 300 mAh. Ja, sonst muss ich ehrlich sagen, es steht hier nicht irgendwie was Wichtigeres drauf. Und dann würde ich sagen, schauen wir natürlich mal, was der Inhalt davon ist. Was bietet uns Soundpeats hier bei dem Inhalt? Und zwar sind natürlich erstens einmal eine Beschreibung in verschiedenen Sprachen, die sogar noch mit Bilder gekennzeichnet ist. Da drin steht eigentlich nichts anderes, außer wie verbindet ihr euch mit eurem Mobiltelefon, beziehungsweise eher die Gestiksteuerung, die könnte für euch definitiv interessanter sein. Was natürlich hier auch nochmal mit drinnen ist, ist ein USB auf USB-C Kabel, was ziemlich kurz gehalten ist, um wie immer halt eben das Nötigste zu tun, und zwar laden an der Steckdose, was natürlich von Vorteil ist, denn das Ganze ist auch wirklich komplett in weiß gehalten, sonst legen sie quasi immer ein sogenanntes schwarzes Ladekabel mit bei. Was hier nochmal integriert ist, ist natürlich verschiedene Ohrhörer, sind natürlich hier auch nochmal drinnen, um halt eben wirklich für jedes Ohr konzipiert werden zu sein. Und am Schluss fehlen natürlich nochmal die sogenannten Ohrstöpsel, die halt wirklich auch in weiß gehalten ist und natürlich auch für den einen oder anderen von Vorteil ist, wenn halt eben kleine oder große Ohren hat. Sonst kann man eigentlich vom Inhalt nicht wirklich was sagen. Vom Aussehen her sieht das Ganze schon nochmal ganz anders aus, denn wir können nochmal uns hier die sogenannte Pillenform anschauen. Da muss ich ehrlich sagen, ziemlich unüblich für Soundpeats, dass sie hier einmal einen kleinen anderen Weg eingeschlagen haben und statt schwarz natürlich die stylischen weißen Kopfhörer auf den Markt gebracht haben. Es kommt natürlich ein glänzendes Material, das durch die Farbe weiß nicht Fingerabdrücke ersichtlich macht. Von der Vorderseite ähnelt es ein bisschen an einer iPhone, sowie halt eben die Apple AirPods angelehnt. Auf der Rückseite haben wir den Schriftzug der Marke Soundpeats, wie den USB-C Ladeanschluss mit der passenden LED auf der Unterseite. Die signalisiert den Ladefortschritt des Cases sowie natürlich der In-Ears, wenn sie eingelegt sind. Was natürlich noch sehr versteckt ist, ist auf der Unterseite der sogenannte Pairing-Knopf. Der ist dazu da, wenn er zum Beispiel nur ein Ohrhörer geht, um das Ganze sozusagen zu resetten und zurückzusetzen und das Ganze von null zu machen oder beziehungsweise auch anzufangen. Die Live Classics sehen für mich gut aus und wirken dennoch nicht so hochwertig verarbeitet. Aber im Preis von ungefähr 25 Euro kann man natürlich hier auch ein paar Abstriche erwarten. Und deshalb kommen wir gleich mal lieber zum Thema des Klangbild von diesen guten Kopfhörern. Und ich muss ehrlich sagen, das hat mich wirklich erstaunlich überrascht.
dass das Klangbild hier definitiv ausgewogen klingt. Es übertönt nicht, es gibt ein paar Bässe, aber man muss halt wirklich auch ehrlich sein, es ist halt nicht basslastig. Ich denke mal, für meinen Bereich von Hip-Hop oder Popmusik, wo halt eben sehr viel Gesang mit integriert ist, ist es genau das Richtige. Für die Leute, die halt wirklich eher auf Techno-Musik etc. hören, die sollten natürlich von diesen Kopfhörern etwas abraten. Das absolut Schlimme an diesen Kopfhörern gibt es natürlich auch hier einen Negativpunkt, und zwar sind das alles, finde ich, nur Softwareprobleme. Punkt 1, wenn ihr die Kopfhörer einschaltet und in den Ohren drinnen habt, werdet ihr euch nur mit einer Stimme sagen, dass halt eben ihr geperlt werden bzw. verbunden seid. Das ist sehr hallend, diese Stimme wirkt sehr minderwertig und sehr schlecht. Also da muss ich ehrlich sagen, da wäre auf alle Fälle eine andere Stimme definitiv von Vorteil. Weil ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein kann ich sagen, die Kopfhörer sind wirklich ihr Geld wert und sie haben auch wirklich einen guten Sound. Aber solche Kleinigkeiten, dass es zum Beispiel bei der eigenen Soundpeats App nicht unterstützt wird, geht, finde ich, absolut gar nicht. Egal in welcher Preisklasse, wenn ihr schon eine App auf den Start bringt, dann solltet ihr natürlich auch dazu sein, dass hier wirklich alles damit gesteuert werden können, die Equalizer halt eben eingestellt werden, wo man halt nicht eben auf diesem Standardniveau bleiben muss. Genau, wir haben hier natürlich keinen ENC-Modus, sondern kommen gleich einmal dazu, dass wir hier nur zwei verschiedene Modis haben, und zwar einmal einen normalen Modus und einmal einen sogenannten Gaming-Modus. Beim Gaming-Modus, das kann ich gleich einmal im Vorhinein sagen oder beziehungsweise abfertigen, der Ganze hat einen Gaming-Modus, finde ich aber persönlich uninteressant, denn man merkt absolut keinen einzigen Unterschied zwischen Gaming-Modus oder den normalen Modus. Hier finde ich persönlich gar keinen Unterschied mehr. Gut, dann beim normalen Modus, das sagt natürlich eh schon alles, dass wir keinen ENC oder einen Transparenzmodus haben. Dafür haben wir natürlich eine Akkulaufzeit von knappen 6 Stunden. Gemessen wurde es bei mir mit 5,9 Stunden, also es kommt ungefähr an die Werksangabe hin. Genau, der klarere Sound kommt natürlich hier auch zugute. Da wo natürlich der Akku eher drunter leidet, ist, wenn ihr das Ganze im Gaming-Modus betreibt, denn es ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller für eure Kopfhörer. Und dann würde ich einmal sagen, geht es gleich einmal weiter vom Tragekomfort. Und hier kann ich auch ehrlich sagen, ich bin natürlich bis jetzt immer ein Freund gewesen von Kopfhörern mit einem sogenannten Ohrstängel dazu. Das sitzt einfach bei mir einfach viel besser, als wenn die komplett im Ohr verschwinden. Und da muss ich ehrlich sagen, bei sportlichen Aktivitäten, Fahrradfahren, egal was man halt sonst halt eben so im Alltag tut, merkt man die absolut nicht. Dadurch, dass aber auch nochmal eine Konkurrent von den eigenen Marken, und zwar die Mini Pro oder sogar nur die normalen Mini sind, hier haben wir auch 3 bis 4 Gramm, sogar aber eher auf die 3 Gramm, ist es wirklich sehr angenehm und sehr leicht im Ohr, ohne dass man wirklich irgendeine Druckstelle hat oder man denkt, oh Gott, das sollte endlich hinausgehen. Das ist auf alle Fälle bei den Kopfhörern definitiv eine gute Sache. Dann bleiben wir natürlich nochmal vom Gewicht, das habe ich vorhin ganz, ganz klein und doch deutlich erwähnt, das Ganze hat 3 Gramm pro In-Ear. Und das Ladekäse hat sozusagen 27 Gramm. Also es ist wirklich, wirklich ein eher gutes Leichtgewicht. Dann kommen wir natürlich nochmal zum Mikrofontest. Und zum Mikrofontest, da kann man klipp und klar sagen, das werde ich euch hier jetzt einmal einblenden. Dann kommen wir natürlich mal zu dem Mikrofontest von diesen kleinen Wundern. Ihr hört es schon, ich rede quasi wieder direkt über diese zwei kleinen Inners in meinen Ohren. Was sagt ihr zu dem Ton? Wir werden natürlich mal unseren Handstaubsauger noch dazustellen. Und jetzt da schauen wir mal, ob ihr mich immer noch so gut hört. Ungefähr um die 20 cm von mir entfernt. Hört ihr mich immer noch gut oder könnt ihr sagen, geht absolut gar nicht. Das wäre auf alle Fälle besser bei anderen Kopfhörern. Da ist auf alle Fälle noch ein Bedarf nach oben. Dann kommen wir natürlich noch am Schluss zu meinem sogenannten endgültigen Fazit. Ich habe das Ganze jetzt mittlerweile eine Woche in Benutzung, egal ob jetzt draußen, zu Hause oder halt eben irgendwo anders. Einfach mal hineingesteckt sozusagen und eine Woche das Ganze in Benutzung gehabt. Da muss ich ehrlich sagen, ich finde schon mal gut, dass Soundbits einmal einen anderen Weg geht und zwar nicht immer dieses ganz standardmäßige Schwarz, sondern halt einfach mal ein bisschen ein farbenfroheres Teil auf den Markt bringen, der natürlich für den Sommer den ein oder anderen Hingucker hat. Dann, was man natürlich hier noch sagen kann, der Sound oder beziehungsweise das Klangbild an sich finde ich persönlich absolut sehr gut. Ja. Da kann man, wie schon gesagt, wenig meckern, vielleicht noch ein bisschen am Bass drehen, aber ansonsten, man hört die Stimmen, es übertönt nicht, es macht wirklich einen sehr sauberen Klang, ohne dass halt eben irgendetwas störend empfunden wird. Aber für diejenigen, die natürlich hier etwas mehr Techno-Musik hören oder Hardbass oder so, die sollten auf alle Fälle auf einen anderen Kopfhörer der Marke gehen. Hier gibt es auch noch wesentlich bessere, die sind vielleicht ein paar Euro teurer, aber
sind natürlich jetzt einmal besser in Sachen Bass, dass halt einfach mehr der Bass im Vordergrund liegt und die Musik bzw. auch die Stimme eher im Hintergrund geschoben wird. Aber was sagt ihr natürlich zu diesen kleinen Schmuckstücken, die ein bisschen ähneln an AirPods? Ja, soll jetzt aber nicht irgendein Disclaimer sein, sondern halt ähnlich, nur ein bisschen ähnlich schauen zu. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, so wie immer. Und dann würde ich sagen, das war's wieder mit dem Video. Danke fürs Vorbeischauen und ciao.